Ja. Jo, dann sagen wir doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin der Zuvorok, mit dabei ist der Joe und die Schlumpfine. Hallo. Ja, Joe ist noch AFK. Und gleich ist die Horde. Wie gesagt, ja. Ne, wir schmeißen einfach runter. Dann sind die abgelenkt. Dann haben die, wir sind eben schon mal was zu beißen, haben die Jungs denn da unten. Mhm. Ich bin mal gespannt. Haben wir denn was zum Schießen jetzt? Ja, ne? Zum Schießen? Oh, warte mal, ich müsste mal reparieren. Mir fehlt irgendwie noch eine Mod für die Pistole. Irgendwas fehlt mir da noch. Wir haben auch noch keine weiter gefunden. Nee, wir haben irgendeine Mod. Mods haben wir noch gar nicht gefunden. Auch bei dem Spiel mit Ruro, du findest ganz schlecht was. Das ist furchtbar. Hab ich das Gefühl. Also, ja. Mods haben wir noch gar auch nicht groß gefunden bis jetzt. Ja, das ist, ich weiß auch also, nicht. Also, ist ein bisschen schwach. So, 21:53. Ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen nervös. Sowas von. Ach ja, ich habe nochmal von der Leiter eine Sprosse abgekloppt. Aha. Nutze sie halt nicht, dass ich da doch nochmal hochstiefeln. Ja, traue ich denen zu. Wir können ja hinterher wieder eine dran machen. Ja, ja, zur Not. Mal gucken, wie viel sie von der Hütte hier stehen lassen. Ja, ich bin noch gespannt. So. So, es geht los. Okay, von wo kommen sie? Hier ist noch alles ruhig. Von hier. Von wo? Hier hinten. Da sind sie. Lasst euch... Ja, du bist ja auf die Haustür. Ach, Kätzchen, da kommen sie alle. Alter Freund, was ist denn hier los? Warte mal. Ja, du fall um. Aber die Stacheln hält ein bisschen mehr ab, so wie es jetzt aussieht. Das sieht ganz danach aus, ja. Und die kannst du auch mit Eisen aufwerten. Ach, geht. Hm? Ach, cool. Ja, man, das ist schon mal nicht schlecht. Warum hauen sie denn da? Was macht ihr da? Die hauen den Baum um. Na, wo sind sie jetzt? Hier drüben kommen sie. Okay. Ja, lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit. Ne, also wir haben massig Spikes da. Jeder kann mal. Jeder darf mal. Lass doch den Container da stehen. Ach, keine Munition mehr. Uiuiui. Na gut, dann nehmen wir die anderen. Dover? Ja. Komm mal her. Hier. Oh, danke schön. Hier. Jo, danke schön. So. Jeder Schuss vielleicht ein Treffer, eventuell.
Ich glaube, das ist gar nicht mal so doof, wenn man so viele Nebengebäude hat. So ein bisschen Mauern und so hin und her, weil die klemmen sich da doch ein bisschen fest, ne? Oh. Profi. Ja, guck mal hier in den Container-Ding da und so. Ja, ich wollte gerade sagen, sowas in der Richtung, ne? Oh, kaputt. Reparieren wir. Na komm. Komm mal ran. Lass doch den armen Container da stehen. Ja, guck mal hier, hier. Aber viel fallen die lassen haben wir noch nicht. Nee, das finde ich auch ein bisschen mager. Oh. Na komm her. Ich finde doch eine ganze Menge sind's, ne? Ja, ja. Jetzt habe ich wieder einen. Was ist denn so toll an dem... Wir brauchen, glaube ich, auch so einen Müllcontainer dahin. Irgendwie mögen sie den. Ich weiß nicht, warum, aber... Ja, das steht ja, die rennen da rum. Ja, die finden den sehr anziehend. Vielleicht sehen sie da drin eine Türöffnung oder irgend sowas. Mag sein. So, meine Lieben, hallo, tut mir leid, aber bin wieder da. Kein Problem, wir haben dich, also, ne, wir waren dabei, dich runterzuschubsen, das klappt aber nicht. Echt nicht, weil ich zu fett bin. Ja, das, ich weiß nicht, warum, aber es geht einfach nicht. Okay. Wie aber sind gut. Die so? Wo sind sie? Ja, so. Oh, da war auch noch dabei. Das geht so. Wir sagten schon, wir müssen viele Nebengebäude bauen. Nebengebäude? Ja, ja, ja. Weil die irgendwie finden die es ganz toll, wenn da ein Müllcontainer ist. Ehrlich? Ja, mhm. Ich weiß nicht warum, aber. Oder auch Bäume pflanzen ganz dicht bei. Die mögen das. Ich weiß nicht warum. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Das mochten die ja vorher schon. Ja. Ich kann mich daran noch dran erinnern. Es gab ja mal die Zeit, wo man diese schwebenden Bases bauen konnte, beziehungsweise wenn du dein Fundament mit offenen Türen gebaut hast, sind die ja immer durchgelaufen, ne? Ja. Ja. In dieser Zeit war das auch so, wenn du den Wald richtig eng gebaut hast, sind die da nicht durchgekommen, ne? Konntest du die ja so einzeln wegkniepen, das war auch richtig cool. Okay. So. Ja, dann soll ich euch alle nochmal unbekannterweise grüßen. Oh, dankeschön. Upsala. Genauso das Ding jetzt da vorne, da hauen uns auch gegen. Lass du erstmal herkommen. Komm her, komm. Boah, hey, wo rennt ihr denn hin? Hör mal. Wo laufen sie denn? Ja, wo laufen sie denn? Ach, wann ist die Wiese wieder grün? Lass doch den Baum da stehen, wo er ist. Wo kommen die alle her, sag mal? Ja, vor allem, guck mal da drüben, die wollen hier die Ruine wieder aufbauen, oder? Die sind alles die ganzen Bauarbeiter hier. Ja, yeah, mein Natto ist weg. Ach, Mist. Ich brauch mal ein Rohr. Da brauchst du mal ein Rohr und hast keins. Ja, ehrlich, ne? Ja, so typisch. Palette. Ich finde aber die Holzbikes, die halten eine ganze Menge ab, du.
Die halten ein bisschen mehr ab, ja. Oh, jetzt habe ich keine Murmeln mehr. Jetzt muss ich Pfeile nehmen. Was ist das denn? Hey, was ist das denn? Was kommt da denn an? Alter, ja. Wer bist du denn? Was bist du denn für einer? Hallo? Was bist du denn für einer? Alter Schwan. Was ist das denn für was? Ja. Alter, mit deinem Fell kann ich aber auf jeden Fall... Hör mal. Was ist denn das? Ein Hund ist das nicht? Der kann aber einen Stiefel abnehmen, der Knecht hier. Alter ja. Schwede. Was ist das für ein Tier? Ja, ich weiß nicht. Alter, das hab ich ja noch nie gesehen vorher. Nee. Da kommt schon wieder einer. Mhm. Was haben Sie das? Die Wolfgeier oder sowas soll das sein? Wolfgeier? Was? Wolfgeier? Ja, okay. Weil guck mal, der hat hinten einen Federschwanz. Gut, dass da keiner hingeguckt hat, wo das entstanden ist immer. Okay, aber der ist noch nicht ganz ausgereift, der zittert noch extrem. Na. Doch, hier wie beim Aal. Da meinst du, der ist tot, aber der zittert noch. So. Lass die guten Bäume doch stehen. So. So eine Art Chimäre, das kann sein. Ein Werwolf. Ein Werwolf? Wer nichts wird, wird Wolf, ne? Mhm. Die blöden Köter sind auch noch hier. Ja. So. Was ist das nächste, was kommt? Wenn wir ein bisschen vom Werwolf haben? Ja, man weiß es nicht. Bleib doch mal stehen. Vielleicht kommt dann gleich irgendwann. So ein Greif oder sowas. Ja, oder so ein Geiermammut oder so. Ja, das kann auch sein. Ja, der normale Köter, der rennt ja auch noch rum zwischendurch. Ja. Okay, na gut, das ist ja. Ja, ist klar. Er rennt. Leute, ist nicht bald mal gut hier. Also, wir haben bald keine Munition mehr. Das muss reichen. Wir wissen ja jetzt, dass ihr da seid. Ja, genau. Gespielt haben wir nur genug. Also, ja. Namen, Proximus. Hallöchen. Guten Abend. Ja, bist gerade richtig. Ja, man denkt dran, da ist ein Baum. Der muss noch gefällt werden. Ja, erzählen alle beide. So. Oh, die klopfen hier, glaube ich. Oder sind hier? Oder wollen die? Oder was ist mit denen? Wollen die Treppe hoch? Ich gehe mal von der Seite aus hier. Beringer schreibt gerade, Werwolf sein ist anstrengend. Bei Vollmond kilometerweit laufen und der nächste Morgen ist grausam. Fellreste ausbürsten, Krallen zurückschneiden und vor allem das ganze Blut abwaschen. Ach, schön. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, die kommen da zur Tür rein. Da ran oder so. Oh, die im Roten immer. Guck mal, die hat sich aber rausgeputzt für heute. Guck mal, du. Hör mal. Hä? Kann er nicht mehr. Ja, wir müssen aufpassen, die kommen die Treppe da ran. Ja, wir haben hier unten unter dir quasi noch so ein bisschen Action. Hey, Gärtner, bleib vom Baum weg. Oder musst du kacken? Ja, bitte nicht am Baum, hallo? Ja, warum nicht? Dann zeigt er dir wenigstens, wo die Rückseite ist. Stimmt, da war doch was. Das ist da, wo das Papier liegt. So, war's das? Keine Ahnung. Ich weiß ich nicht. Es ist ruhig. Ich geh mal die Luke runter. Mehr als sterben kann ich ja auch nicht. Stimmt, du bist ja eh rot. Ach nee, du hast ja nahtot weg. Nee, ja. Ich bin nicht mehr wund. Pass mal auf, was haben wir jetzt gerade? Wir haben jetzt gerade kurz vor Nacht und Viertel vor. Das ist gar nicht also mal schlecht. Ich glaube, hier ist unten ist nee. Habt ihr noch mal ein Stück mehr Leiter hier weggenommen? Der ist so? Von der ja. Waldorfschule.
Nee, hier ist nichts zu sehen. Ich glaube, da ist auch alles durch. Ja, Leute, Waldorfschule ist gar nicht so verkehrt, kann ich euch sagen. Nee. Wieso? Hast du, warst du da schon? Nein, ich nicht. Ich nicht, aber... Aber? Wir reden da mal drüber, wenn wir unter uns dreien sind, okay? Okay. Okay, weil sonst könnte das nicht gut für den Zoba ausgehen. Weißt du, was ich meine? Und das wollen wir hier nicht riskieren. Aua, 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 aua. Nicht so. Nicht in der Zombie-Nacht, die Stoffe. Nein. Ich starte noch eine Nacht. Ich krieg noch hin. Keine Bange. So. Ja, Zombies sind weg und er rasiert sich. Oh, guck mal. Hier. Ei. Alter Freund, was? Das Piep mal ein bisschen hingehört, du. Mhm. Eine Einser Steinaxt. So, oh, was? Eine ganze Einser. Mhm. Ach, komm her. Kommst du da nicht dran, oder anders? Nee, nee, ne? Scheiße. So, jetzt. Haben wir alle Säckchen aufgehoben denn schon? Nee. Hier liegt noch eins. Da liegt mittendrin. So, das ist auch mit. Was haben wir jetzt gesammelt? Au, schon wieder? Was? Oh, ich mach jetzt auch. Ich hab auch gemacht. Am Knie. Oh nein. Oh weia. Ach ja, das ist doch herrlich. Was haben wir hier tragen? Ja, genau. Na, guck mal, ein Teil steht sogar noch. Ja, wir haben nicht. Die viel... eine Seite ist noch zu. Die haben nicht viel kaputt gemacht. Gern nochmal kommen, ne? Ja, in 7 Tagen können sie nochmal kommen. Ja, aber nicht hier. In gleicher Besetzung. Ja, also. Ja, wir gucken mal. Da bin ich mal gespannt, wenn wir in die anderen Biome kommen. Repariere mal. Was da für ein Gesocks herumrennt. Uh-huh. Alleine will ich jetzt diesen Zombie. Ey, Zora, warte mal, bleib mal, geh mal nur. Nee, warte mal eben. Warte mal eben, tu mal nicht so, als wenn du. So. Hier, doch, hier, pass auf, jetzt einmal. Jetzt guck mal. Wie krieg ich jetzt ein Moped? Das ist ja nicht zu fassen. So, ich hab noch was für dich. Ja, ich bin gerade auf dem Dach. Ich brauch frische Luft. Ich komme. So. Das weg, das weg. Im Leer machen hier, was man da alles aufgesammelt hat. So. Eieiei. Komm ich hier wieder nicht hoch, wa? Mm-mm. Oh. Ach, das ist ja mal wieder sowas von raufkommen hier. Das ist so. Wer hat denn das gebaut? Sag mal, wer hat denn das wieder gebaut? Wer hat denn da dann noch eins abgerissen? Ja, will ich auch mal wissen. Das will ich auch mal wissen, also ehrlich. So, ne? Also bitte. Oh, ich bin gleich hoch. So, guck mal her. Siehst du jetzt, ist das Essen auch fertig. Was hab ich denn wieder hier? Ich bin noch da hochgekommen letztes Mal. Früher. Als es ja, noch, früher ne? Um 7. Ja. Oh Mist. Oh, ein Blutbeutel. Der muss da nicht rein. Der muss da hinten rein. Ah. Noch meine Dose. Seid ihr sicher, dass keine Zombies mehr kommen? Nee, wenn die Musik gut ist, dann ist alles tut. Ja, das ist wie mit dem Hai. Ja, genau. Der Hai beißt ja auch nur, wenn die Musik kommt. Richtig, sonst nicht. Alles still. So? Ja, hier ist einer. Ja. Merci. So. Oh, Eisenwerkzeuge freigeschaltet. Qualität 1. Na guck. Ihr siehst ja, und da passt aber die Ausdauer nicht. Lass nach. Bringt nichts. Nee. So, hier ist ein bisschen Munition. Meine Rüstung ist schwach. Warum das denn? Na komm. Okay. Wie mache ich das denn heile? Steht das irgendwo? Nee. Warte mal. Reparieren. Achso, das geht damit. Okay. Sehr ärgerlich. Na gut. Ja. Was können die? Ach, Wander. Aber die Horde überlebt. Ist doch nicht zu fassen. Ja. Das ist ja, also da können wir doch mal feiern, weil ich glaube schon. Habe ich gerade schon. Ich habe mir auch schon im Kalender, habe ich mir schon 3 Kreuze gemacht und einen Kreis. Und einen Kreis. Ja. Das ist ja nicht zu fassen. Was machen wir jetzt denn noch? Ich würde sagen, wir gehen mal eine Runde raus und werden noch ein bisschen. Jetzt können wir gucken wegen Tiere. Jetzt hören sie uns nicht. Nee, genau. Lassen wir Tiere erledigen, weil wir können ja noch. Aber ich hab noch. Ja.
Ja, nee, doch ein bisschen ja. So, aber wohin? Osten? Hm. Wo gucke ich denn hin? Ich finde keine Richtung. Da müssen wir hin. Ich schließe mich gleich an, ich esse eben kurz mein Abendbrot auf. Ist auch ganz wichtig, weil sonst, ne? Ja, ohne Mampf kein Kampf. Mhm. Genau so. Ja, dazu mir hat an uns geglaubt, sagt sie. Oder schreibt sie. Siehst du, das macht das schon aus. Ja, sie kannst du mal sehen. Ist alles absolut. Schon im Lot. Ja, der Joe nicht, aber der Zovarok streamt auch. Nee, ich darf nicht streamen. Nee. Wieso? Besser ist das, glaube ich. Der Proximus schreibt gerade, stream deine Mitspieler auch. Ja, ich leider nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe da keine Ahnung von. So. Wir brauchen Getier. Aber er hat Zovarok streamt mit. So, ich hab's gefunden. Da ist ein Huhn. Wo bist du, du Mistviech? So, dann lass uns mal gucken, ob wir Tierchen finden. Da ist es. Oh ja. Hopp. Wie spät haben wir das jetzt überhaupt? 21 Uhr. Yes. Sag mal her. Da ist der Vater mit seinem Sohn in der Einkaufsstraße unterwegs, ne? Mhm. Ziemlich schönes Wetter. Und am Ende von der Passage sehen sie einen Hundehalter, ne? Mhm. Mit zwei Hunden. Und der eine ist auf dem anderen drauf. Also schön hier, Tango horizontal, ne? Proximus Prime, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Moin. Grüße. Und da sagt der kleine Junge, Papa, was machen die da? Da sagt der Vater, die machen ein Hundebaby. Ach so, ja gut. Vergehen irgendwie zwei Wochen oder was? Ich meine, abends, der Junge kann nicht pennen, geht zu den Eltern ins Schlafzimmer und sieht, wie sie da zu Gange sind. Da sagt der Junge, Papa, dreh lieber mal schnell um, ich möchte lieber ein Hundebaby. Maximus, vielen Dank für den Follow. Vielen Dank. Mal runtergehen. So. So und wehe, jetzt ist kein Tier zu sehen. Ah, da war dieses eine mutierte Ding, das sah ja aus, ne? Was schreibst du? Ich höre mich stellenweise so an, als wenn du heiser bist. Okay. Ja gut. Hä? Ja, nee. So. Nochmal, ich höre mich teilweise so Nein, an, ich, als, ich. Ja, als wäre er heiser. Ja, als wenn er heiser wäre. Mhm. Okay, ja gut. Habt ihr was gemeinsam? Genau. Oh, das nun. Ich glaube das aber nicht. Aber ja, du Mistviech. Pass mal auf, ich habe ja was für dich. Na, sag doch nicht sowas für das Tier. Du das Schwein hat auch Gefühle. Weg, also bitte hörst du wohl auf hierher. Weg und laufen. Bist du wohl? Gleich ist meine Ausdauer weg. Ich sag dir das. Ja, ich hab doch gesagt, lass das doch nach. Lauf doch nicht weg. Ich hab ein Reh. Siehst du? Hab ich gesagt. Mein erstes Reh. Jetzt brauch ich noch. So, das nächste Essen. Ich bin mal gespannt, was ich meins finde. Ein Bauprojekt? Was denn für ein Bauprojekt? Ach, dieses. Meinst du die Ordenbees vielleicht? Hm. Oh, was ist das denn? So. Ihr seid die Ersten, bei denen die Horde nicht durchkommt bis 4 Uhr? Nee, das kommt nicht vor. Wir sind schneller. Ja, auf jeden Fall. Wir haben entweder ein Fahrrad oder eine Puppe. Ja, und wir müssen auch mal früh ins Bett. Deswegen genau. Können wir uns dann nicht so lange die Nacht um die Ohren schlagen. Das funktioniert nicht, schon alt. Nee, genau. Wir können wir nicht. Geht nicht. Du baust eine Burg. Okay. Das ist geil. Und im Burghof kommt später Notre Dame. Na, da hast du aber auch nicht weit vor. Und eine Siedlung, falls du. Oh, Gottes Willen. Da hast du richtig was vor. Und baust im Kreativmodus, oder was? Warte mal, da, was haben wir hier denn? Ein Stein.
Nee, schreibt er nee. Das ist gut. Das ist der Vorteil, was? Das ist der Vorteil im Hordennacht, ne? Da kannst du rumrennen, da ist nicht einer da. Ja. Als wenn die alle Feierabend haben, ne? Als wenn die alle irgendwo. Ja, also können wir jetzt gucken, dass wir Tierchen finden. Ja. So. Wo sind sie, die Hirschis? Hm? Wo sind sie? Der Zoba hat Hunger. Ach du Himmel. Schon wieder? Oder immer noch? Immer noch. Dass er dieses, ne, man zu schnell läuft. Aus dem Kreativen müssen wir nur am Ende nur die Wasserblöcke nehmen. Was? Okay. Warte mal, da ist schon wieder der Mod. Das ist ja nicht erlaubt. Zack. Weil die Pimps die Wasserphysik immer noch kaputt haben. Ja, wir haben es ja probiert und das ging, ne? Ja. Ich mach hier auch so. Warte mal auf. Mit dem Wasser haben wir rumgeübt. Das klappt ja doch. Also. Ja, ein bisschen fließen tut's. Ich glaube, drei Blöcke waren es, ne? Ja, doch. Irgendwie so drei hatten wir, glaube ich. Ja, ne? ich meine auch, ne? Schon viele drei Stück hatten wir gerechnet, ja. Ne? Hallo, Rehchen. Doch, hat man doch ausprobiert gehabt, ne? Ja, ich meine, es waren drei, ja. Ups. So, nach dem Essen eine rauchen. Du hast bei deiner Dimension leider keinen Erfolg. Okay. Wo sind sie denn? Hm? Nun und her schon der ganze Verein. Wir nehmen alle. So. Der Wassergraben wird ca. 20 Block tief. Aha, okay. Okay. Ja, was vor. Der will ich aber sagen. Das Areal wird ca. 180 x 180. Ganz schönes Vorhaben. 180 mal 180 Blöcke. Ja, jetzt kommst du, aber es geht dann wieder besser. Also, einen kleinen Teich könnten wir mit Wassereimern bewältigen, aber das Außenareal wäre knapp 320 mal 320. Alter, baust du Dubai nach, oder was? 1:1. Ey, das ist zu groß, das ist furchtbar. Wie willst du sowas denn? Das leckt doch wie Sau, Alter, wenn du das bestückt hast. Und ja, vor allem sollst du ja auch noch das beschützen irgendwie. Keine ja. Ahnung. Das ist auch noch das Problem. Na gut, je nachdem, wie viele Leute, wenn du alleine spielst, wird es schwierig. Da kannst du auf jeden Fall gucken, dass du eine lange Ausdauer hast und schnelle Schuhe. Bis du mal im Kreis rennst. Dann bist du schon kaputt, wenn du zur anderen Seite sollst. Ja. Bleib stehen. Komm, gib mir noch einen Huhn. Gib mir doch noch einen Huhn. Give it to me. Aktuell sind wir an guten Tagen 8 Leute. Okay. Oh, das ist geil. Das ist geil. Oh, ey, lauf was. Warte, bleib mal stehen. Ah, das bist du. Ja, genau. Ja, sicher. Planierst hier durch die Wiese rum. So. Ja, das kenne ich schon. Keine Spuren. So. Puppi. Kein Huhn. Was würde ich geben für ein ja. Werwolf jetzt nicht unbedingt, aber ich meine, ne? So ein Hirsch? Also eine achtbeinige Kuh. Das wäre doch was. Ja, so. Also. Mit Sattel. Das wäre noch ein Hammer, ja, das stimmt. Oder was ich halt auch fühlen würde, ja, guck mal, hier kannst du Ackerbau betreiben, warum kannst du denn nicht irgendwie, keine Ahnung, ein paar Hühner halten, weißt du? Ja, genau. Die du dann vielleicht auch noch beschützen musst, weil die Viecher, die da dran wollen, oder
keine Ahnung, kannst du mir ja gerne so schwer machen wie möglich. Aber diese Art von Essensbeschaffung, das ist meines Erachtens nach der größte Abfall. Tut mir leid, also da kann ich mich nicht mit anfreunden. Das ist der einzige Punkt, den ich bisher gefunden habe, der mich so ankotzt, sage ich jetzt einfach. Ja, ja. Weil das finde ich sinnlos. Das ist einfach Zeit verschwenden. Ja. Weißt du? Ich meine, gut, nachts stehst du auch nur rum. Ja, okay, mag sein. Aber jetzt mal in Anbetracht dessen, wenn ich jetzt im Late-Game bin, dann ist es mir vielleicht egal, wenn ich hier mit 600 Schuss auf der Tasche rumlaufe, brauche ich vielleicht auch nicht mehr so vorsichtig sein irgendwo, weil da mal irgendwie ein Zombie rumrennt oder hast du nicht gesehen. Ja, ja. Aber jetzt so für das Early-Game ist das meines Erachtens nach nicht gut. Das ist nicht gut gelöst, finde ich persönlich. Aber wie gesagt, ne, das ist immer alles nur, ne, der andere findet es halt cool. Ne? Ja, ist ja. Halt, ne, ist, das ist ja das, was ich auch sage. Das ist ein... Naja. Ja, hätte man besser lösen können, meines Erachtens nach. Ja, stimmt. Oder was heißt besser, anders? So. Ja, du hast recht, die Proxy. Das gab es in vielen Mods. Und dann verstehe ich auch nicht, warum sie das nicht mit reinnehmen, sowas. Was denn, dass man sich Viecher hält, oder was? Ja. Ah, okay. Ja, also, es gibt ja Mods, das, wo du Tiere züchten kannst und sowas alles auch. Ja, ich habe noch nie selber eine Mod gespielt. Ne? Ich habe nur mal ein paar Leuten zugeschaut, die mit Mods spielen. Und das war für mich alles zu, ja, weiß ich nicht, overpowered will ich jetzt nicht vielleicht sagen, aber nee, das war nicht so meins. So, da, weiß ich nicht. Nee. Ich habe mich, also grundsätzlich verschränke ich mich nicht vor Mods, ne? Siehe mein Workers Ressources und so. Aber, oder auch bei anderen Spielen. Aber jetzt hier so explizit bei Seven Days fand ich so, das mit den Mods, das hat mich nicht so abgeholt irgendwie. Nee. Da fand ich die Vanilla-Geschichte irgendwie spannender. Ja, ja. Ich meine, die haben, also einige Mods haben wirklich tolle Ideen, wo du Tiere halten kannst. Und, ja, das sagtest du, ne? Und das ist ja, warum nehmen die sowas nicht mit rein? Das ist doch, ja, das machst du überleg mal, du bist in so einer Apokalypse gerade, ja? Und du findest einen Hund da draußen, dann versuchst du das ranzukriegen, das Viech. Ja, oder du hast zum Beispiel auch in Oblivion, dass du die Hühner nicht züchten kannst, aber wenn du dir die Hühner hinsetzt, hast du nachher Eier. Zum Beispiel. Ja, genau. Das würde ja reichen. Ja, aber das ist ja genau das, was du eigentlich nicht machst. Also du catchst dir das Viech und du bringst das eigentlich gleich um. Dann hast du noch für die Eier zum Beispiel, ne? Ja. Ist da ein bisschen Futter. Ja, die musst du füttern, musst du Futter herstellen und... Maismehl. Du kannst sogar Gips draus herstellen. Das ist doch vielseitig, das Zeug. Nee, aber sowas finde ich nicht schlecht, wenn sowas mit drin ist. Ja. Das Prestolit der Nahrungsmittelindustrie. Nee, die Pimps wollen das höchstwahrscheinlich so nicht haben. Ich weiß auch nicht, warum. Ich verstehe es auch nicht. Es ist genauso dieses Nachtschlafen. Jetzt habe ich schon auch schon tausendmal gesagt, warum machen sie das nicht? Warum nicht? Ja. Ne, weil überleg mal, wenn du 60 Minuten hast, dann ist das kein Problem. Dann ist ratzfatz in der Nacht durch. Ne? Aber ich meine jetzt, ja, du kannst ja hoch drin bis auf 2 Stunden. Aber dann willst du eine Stunde... Was hast du davon letztendlich? Willst du eine Stunde da oben warten und das Spiel einfach nur laufen lassen nebenbei? Das ist doch Schwachsinn. Oh, ich habe einen Gockel angezeigt gekriegt. Nee. Ich habe hier einen Gockel angezeigt. Du hältst das nicht aus. Hast du den schon? Ach Gott, hier ist nichts. Der will sich von mir nicht fangen lassen, der Schwein. Ah nee, der Gockel. Oder geht er? Ja. Solche Sachen habe ich den Pimps auch schon tausendmal geschrieben. Von wegen mit Schlafen eventuell. Weil ich falle schon fast über meine eigene Augenregel. Das will ja auch keiner. Nee. Ey, Guckel, wenn ich dich töten soll, dann musst du schon stehen bleiben. Weil mit dem Pfeil, die da um eine Kurve schießen, das geht nicht gut. Kann ich dir so erzählen. Das kriegst du mal mit dem Keule. Wollen wir mal kicken hier. Hab ich einen Baum gehauen. Macht schon Spaß. Ich verstehe auch nicht, warum sie das geändert haben mit den Steinen zum Beispiel. Was soll denn sowas? So mit den Steinen? Ja, das ist nur noch ein Klumpen, den du auseinanderklopfst. Ach so, ja, genau. Vorher waren es drei. Ja, das sind immer 3 oder 4, ja, richtig. Ja, ne? Mhm. Also so ein Kleinkram halt eben, ne? Ja. Alter, was wäre das denn, wenn das Spiel perfekt wäre? Alter, wird das langweilig. Ja. Nichts zu meckern, nichts zu motzen. Das wäre doch, ne, hör auf. Das wäre nix. Keine Spur zu finden von Viechern. Den Anspruch stellt man ja gar nicht, dass ein Spiel perfekt ist, weißt du? Ja. Nur, ja, ich weiß nicht. Das ist auch immer ein bisschen falsch gedacht von mir oder so, aber jetzt mal ernsthaft, wenn Leute dann irgendwo aus einer Community heraus oder keine Ahnung, vielleicht auch aufgrund ihrer Erfahrung oder was auch immer,
Sekunde, nee. Ich rede gleich weiter. Moment, warte, ich muss ihm immer gucken, ob ich ihm hier einen richtig rein verblasen kann von hinten. Klingt falsch, aber muss jetzt sein. Du Hirsch. Das rennt noch nicht weg. Den lässt du jetzt nicht flitzen, ne? Komm hier, ich bleib hier, renn, keine Ahnung, komm mir entgegen oder weiß ich nicht, aber entferne dich nicht von mir. Unsere Beziehung ist noch nicht zu Ende. Ich bin noch nicht fertig mit dir, mein Freund. Genau. Ich bin noch nicht fertig. Genau. Einmal muss ich noch hier über den Pin ziehen, hier, damit du schön übers Feuer kannst. Einmal. Komm hier, bleib stehen, ja? Ja. So. So. Warte mal. Die großen überirdischen Haufen gibt es kaum noch. Das stimmt. Die gibt es echt wirklich wenig. Die Steinklumpen. Steinfarm ist schwieriger geworden. Ja, aber andersrum, naja gut, ich meine, okay. Ich meine, das hast du ja, wenn du sowieso in der Erde bist, dann kriegst du das ja eigentlich mit. Wenn du buddeln tust, kriegst du das alles, also. Ja. Steinkram kriegst du so mit, das ist ja überhaupt kein Problem. Was ist der denn da? Nee, warte mal, ich wollte da hin. No, das ist der Trader. Der Trader ist da. Okay, das ist großartig. So, hab ich vielleicht... Oh, das Fiebel am Friedhof, was ist denn mit dir nicht richtig? Willst du hier die nochmal die letzte Beichte oder die letzte Ölung haben, oder? Tja, wer weiß, wer weiß. Ja, ehrlich. So. Los. So, ist aber doof. Los. Der Kamerad. Nur ein Fett. Zwei Fett. Okay, ich wollte gerade sagen, er hat länger nichts zu essen gekriegt. Ja, da hast du recht, Proximus. Früher konnte man schön überirdisch die Dinger abbauen und hast ein paar tausend Steinchen. Aber das stimmt, das ist richtig. Das habe ich auch immer. Das fand ich auch immer großartig. Da musstest du nicht unbedingt in die Erde buddeln. Ja. So. Ja, vor allem für die Anfangslevel ist es halt sehr gut, ne? Wenn du eh wenig Ausdauer hast und kaum gutes Equipment. Ja, richtig. Über jedes Tagebau machen, ne? Das ist schon. Absolut, absolut, absolut. Ja, es geht jetzt quasi nicht mehr. Wie gesagt, wir sind ja auch erst, also, ja gut, ich bin jetzt, ne? Oder wir sind jetzt auch nicht so extrem mit dem Neuen drin, ne? Nee. Wo wohnen wir eigentlich? Ach, irgendwo da. Zu Hause. Ja, genau, ich fahre nach Hause. So, Schlumpfine, ich bringe da ein bisschen Fleisch weg. Und Fett. Fett kommt auch in die Kiste rein, oder was? Ja. Ich habe 80 Fleisch und 4 Eier. Oha, wie sie wieder übertreibt. Und Fett und Honig. 80 Fleisch? Hier, ja, sie hat wieder hier, keine Ahnung, Manni das Mammut gefunden, oder was? Doch, ich habe mal was gefunden an Fleisch. Wie machst du das? Ehrlich. Die sagt kein Wort, ne? Ganz still und, ne? Ja. Hey, ich habe 30 Fleisch gefunden. Was bist du denn? Hör doch auf. So, aber jetzt komme ich nach Hause, damit ich Essen koche. Ja. Sehr gut. Das kenne ich. So, ich habe noch 24 9mm Murmeln. Wem kann ich die Gutes tun hier? 9mm ist nehme ich gerne, wenn das. Ja, hier, 24 Murmeln hinter dir. Bitteschön. Super. So, noch ein Zweier Knokenmesser. Weg damit die Scheiße. Ja, wir müssen echt mal sortieren. Also, find ich kein Schwein mehr durch. Wir haben, also, das ist, also ist das, ne? Ja, ganz schlimm. Dahin vielleicht nochmal gucken. Was ist das denn hier? Wir haben Schrotkrams. Der Schrotkram. Haben wir da irgendwo schon das Schrot? Ja, wir müssen unbedingt andere Kisten haben hier. Das war hier, ne? Wir müssen zusehen, dass wir unsere Base mal fertig kriegen, dass wir mal ein bisschen Schlag reinhauen. Nee. So, und die Folge ist wieder durch. Gott sei Dank. Dann sagen wir doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis gerne. Tschüss, tschüss. Gott sei Dank. Die Scheiße, also jedenfalls, wenn ihr Bock habt und das erste Mal Level 300 in der, wenn ihr erreicht habt.